Hallo, hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute werden wir zusammen ein weiteres Unboxing sehen und ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. Also heute Ichin E350 Pioneer Unboxing. Da haben wir das Teil mit GPS und 915 MHz Telemetrie. So habe ich den bestellt. Und Gimbal. Gimbal ist jetzt neuerdings auch lieferbar, ein Originaler, aber ich verwende später dann einen einfachen Zweiwege- oder Dreiwege-Gimbal. Als Flight Controller kommt ein APM 3.2 zum Einsatz. Das bedeutet, er ist über einen Mission Planner konfigurierbar. Waypoints setzen und die ganzen üblichen Sachen, wie man die schon von CX-20 und anderen Koptern kennt, die über einen solchen Flight Controller verfügen. Mit rund 700 Gramm Fluggewicht ist er also mit den 22-12er Motoren durchaus leistungsfähig. 9 Zoll Rotorblätter. Und größer kann man die auch nicht nehmen. Am Ende vom Unboxing könnt ihr ein paar Bilder sehen. Da ist die hintere Finne auf dem Gehäuse, auf dem Cover. Die macht es unmöglich, größere Rotoren einzusetzen. Also 9 Zoll ist wirklich das Maximum, also 240 mm. Da ist wirklich so gut wie nicht mehr. Ja, das Ladegerät in der üblichen Erstausstatterqualität kann auch Li-Fe und Nickel-Metallhydrid-Akkus laden, ansonsten aber nichts Außergewöhnliches, also durchaus okay. Da haben wir das Landing Gear, also das Landegestell. Das ist sehr leicht ausgeführt, aber dennoch stabil. Wird mit nur einer Schraube befestigt am Kopter. Ist aber, denke ich, eine ganz gute Lösung, die eigentlich problemlos halten sollte. Das Kabelset für einen Gimbal und Kameraantrieb, Imbusschlüssel samt Schrauben für Gimbalbefestigungen und so weiter. Die Rotoren in Schwarz und 8045 und Orange. Das ist die Telemetrie, also Entfernung, Höhe und so weiter und so weiter, mit einer Ground Station über einen PC oder OTG Adapter am Android Handy zum Beispiel. USB-Kabel, Mikro zum Anschluss am Kopter. Ja, so schön, dass alles in den Karton eingepasst ist, so schwierig ist es, es herauszuholen. Aber jetzt haben wir es. Ich denke, das dürfte der Transmitter sein, beziehungsweise der Sender. Mal schauen, sieht ganz gut aus. Aber wie gesagt, alles in Pappe, das finde ich eigentlich ganz toll, weil das kann man problemlos entsorgen und das Ganze ist auch schön recycelbar und schwimmt mit irgendwann im Meer rum. Sollte man ja auch dran denken. Ja, ist der Transmitter. So, der ist Full Size, also der hat die normale Standardgröße. Wirkt auf den ersten Blick recht billig gemacht, kann man anders nicht sagen. Also ist die, ja, in der letzten zwiespältigen Eindruck. Bedienung, Gefühl ist gut. Die Sticks, Schalter und Poti-Schalter fühlen sich gut an. Das ist okay. Also das ist durchaus
Tier sind bekannt, qualitätsmäßig okay. Trümmungen hinterlassen ein seltsames Gefühl, also ohne gescheite Rückmeldung ist die Trimmung wirklich seltsam. Das Ganze wird betrieben mit 4 Mignon bzw. AA-Batterien oder Akkus. Also mehr zum Sender gibt es dann beim Flight Review, dann werde ich die Sache mal genau unter die Lupe nehmen, wie sich das so auswirkt und wie das so funktioniert. Also das ist wirklich etwas zwiespältig. Ja, da sehen wir jetzt das neueste Teil von Eugene. Und mal schauen. Ja, das macht einen tollen Eindruck bisher. Fühlt sich wertig an. Schön glatt gemacht. Ist auch optisch ganz ansprechend. Das ist natürlich Geschmackssache, meiner persönlichen Meinung nach. Ich denke, die Leuchtdioden sind später halbwegs brauchbar zu erkennen. Farbmäßig ganz schön gemacht. Die ESC sind ordentlich belüftet. Landgestell anschrauben, also diese eine Rändelschraube und fest ist es. Das ist eigentlich sehr gut gelöst und ich denke auch, ehrlich gesagt, das kann sehr lange halten. In der Höhe scheitert es etwas, kann aber durchaus für einen Zwei-Wege-Gimbal gehen. Also durchaus okay sein, denke ich. Das sind auch Muttern in das Gehäuse eingebracht, um Gimbal zu befestigen. Die sieht man vorne da. Dann sieht man da die Stecker für Gimbal, Stromversorgung und Gimbal-Steuerung. Das heißt für die zwei Podis, wo man den Gimbal in zwei Richtungen noch bewegen kann, um ihn auszurichten, die Kamera, oder um eben die Kamera ausrichten zu können. Auf den ersten Blick wackelig anmutende Heckklappe für das Batteriefach. 2200 mA, 11,1 Volt liegen bei. Da gehen aber auch 4000 mA, bis zu 4000 mA anderer Hersteller rein, wenn man das schön abmisst. Also ich habe welche mit 4000 mA, die passen rein. Das Heckklappenfach ist auf jeden Fall relativ stabil, auch wenn das auf den ersten Blick sehr, sehr locker und wackelig vorkommt, ist das eigentlich eine sehr gute Lösung mit diesem Klammermechanismus. So, die 9450er Propellerns werden einfach mit dem Gewinde so per Hand aufgeschraubt, also Self-Lock quasi. Und das ist schnell und gut durchzuführen. Wie man solche Propeller wuchtet, da kommen wir später dann nochmal einem Technik-Tipp zu. Also ist alles schnell und einfach montiert und mal schnell zum Pro und Contras. Copter ist toll, Qualität, alles ist okay. Verpackung ist super, alles in Pappe, kein Styropor. Transmitter hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Da kommen wir ganz klar nochmal zu beim Flight Review, wie sich das Ganze so auswirkt. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was da so noch machbar ist.
So, das muss jetzt sein, wenn wir sehen, ob es funzelt. Also wenn man ihm tief in die Augen schaut, kann man GPS-Status und andere Sachen daran erkennen. Das heißt, eine durchgehend blaue Beleuchtung in den Augen bedeutet, der GPS-Empfang ist mit mindestens 6 Satelliten gewährleistet. Ebenso die unteren normalen LEDs, also sehr gut zu erkennen, sehr hell und auch von der Seite ganz gut zu erkennen, würde ich mal so auf Anhieb behaupten. Mit Sicherheit auch während des Fluges ganz brauchbar. Da ist natürlich immer eine tolle Hilfe, diese verschiedenfarbigen Propeller. Also das ist von aus großer Entfernung immer noch sehr gut zu erkennen meist. Also so im Großen und Ganzen macht der E350 ganz klar wieder selber wieder wett, was der Transmitter nicht so hergibt an Verarbeitung. Also der Copter selber ist sehr gut verarbeitet, ist auch optisch sehr ansprechend, das ist natürlich Geschmackssache. Und wie gesagt, Verarbeitung scheint wirklich überwiegend hervorragend zu sein, also ganz okay. Größe ist wie CX20, X380 von XK, also diese ganz normale GPS. Kopftergröße, DJI Phantom, das ist also diese Größe. Naja, klar, muss man jetzt mal sehen, was da so abgeht. Also, alles klar. GPS-Empfang kriegen wir hier so nicht, das ist definitiv ziemlich sicher. Aber wir können ja wenigstens mal ein bisschen Schwung in die Sache bringen. So, jetzt sage ich schon mal Dankeschön fürs Gucken und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns wieder beim Flight-Review von E350 bei mir. Bedienungsanleitung ist eigentlich ganz ausführlich. Kommen noch ein paar Bilder jetzt in Englisch. Ausnahmsweise keine chinesische dabei oder ich habe sie. Ne, war keine chinesische dabei. Und dann wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag und Woche und ich hoffe, wir sehen uns dann zum Flight Review wieder. Bis dann. Bye bye und danke. Ciao.